Weiter geht es mit Rechtsanwalt Matthias Kroll. Er ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Nitsch und Kroll Rechtsanwälte in Hamburg und Justiziar des Bundesverbandes Personal Training e.V. Sein Thema: Rentenversicherungspflicht für MS-Trainer und Studioinhaber. Er wird eingehen auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und Sie zu diesem wichtigen Thema informieren. Ich wünsche viel Spaß und überreiche das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ob man bei dem Thema so furchtbar viel Spaß haben kann, ist eine andere Frage. Aber ich will es zumindest versuchen, Ihnen hier einigermaßen erfreulich rüberzubringen. Zumal das Urteil, was ich Ihnen hier vorstellen möchte, in der Tat ein für die Trainerbranche erfreuliches Urteil ist, wie ich finde. Insofern ist es auch schade, dass wir hier doch recht spärlich besetzt sind, weil das eine Thematik ist, die im positiven wie im negativen Sinne unmittelbar an Ihren Geldbeutel geht. Worum geht es, meine Damen und Herren? Es geht um die Frage, ob Trainer, insbesondere Personal Trainer, aber Trainer im Allgemeinen, der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen oder nicht. Das ist für uns in der täglichen Beratung im Justiziariat des Bundesverbandes Personal Training ein immer wiederkehrendes, zu bearbeitendes Thema. Und das war über die letzten Jahre hinweg für den Trainer, der da angefragt hat, durchaus problematisch. Was steckt hinter dieser Fragestellung? Wenn ein Trainer selbstständig tätig ist, dann stellt sich für ihn natürlich erstmal die Frage, inwieweit er ohnehin in die Sozialversicherung einzahlen muss. Ist er sozialversicherungspflichtig, ja oder nein? Wenn er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne eine weisungsfreie Tätigkeit ausübt, eine selbstständige Tätigkeit ausübt, dann ist er zunächst grundsätzlich erst einmal nicht sozialversicherungspflichtig. Das gilt aber nicht für den Zweig der Rentenversicherung. Es ist nämlich so, dass das Gesetz vorsieht, dass ein Selbstständiger, der üblicherweise nicht sozialversicherungspflichtig ist, dennoch gesetzlich rentenversicherungspflichtig ist, wenn er als Lehrer seiner selbstständigen Tätigkeit nachgeht. Und in den vergangenen Jahren gab es die ganz klassischen Fälle, dass es zu Prüfungen kam bei Trainern. Das läuft dann typischerweise so ab, dass man einen Fragebogen von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt bekommt und Angaben machen muss. Und dann gibt man guten Glaubens an, was man so macht, wie man selbstständig tätig ist als Trainer. Und plötzlich bekommt man ein Bescheid, der ausweist, dass man der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt und dass man für einen Zeitraum rückwirkend dann dementsprechend Rentenversicherungsbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen hat. Und das können schnell, gut und gerne fünfstellige Beträge sein. Das muss man ganz deutlich so sagen, und ich habe eine ganze Vielzahl von Verfahren geführt, auch im Widerspruchsverfahren mit der Deutschen Rentenversicherung Bund und dann auch vor dem Sozialgericht, wo Trainer in ernsthafte existenzielle Not gekommen sind, weil die Deutsche Rentenversicherung Bund enorme Beträge zurückgefordert hat. Ich formuliere das bewusst mit Ausrufezeichen bzw. Tüdelchen. Zurückgeführt oder zurückfordern ist insofern der Duktus, die Sprachfindung der Behörde. Das ist ja letztlich so, der Trainer zahlt das Geld in die Deutsche Rentenversicherung und hat sich möglicherweise parallel dazu schon selber abgesichert. Also hat er an der Stelle eine doppelte Belastung, und das führt unter Umständen zu wirklich existenziellen Belastungen. Man hat dann in den 2000er Jahren auf Trainerseite häufig versucht, diese Problematik zu umschiffen,
indem man also angegeben hat, man ist eigentlich gar nicht Lehrer im sozialversicherungsrechtlichen Sinne, sondern man ist ein Berater. Das trieb dann solche Stilblüten, dass manche Kollegen von Ihnen, die im Grunde reines Personal Training gemacht haben, die Trainertätigkeit ausgeübt haben, sich als Lebensberater gegenüber der deutschen Rentenversicherung dargestellt haben. Letztendlich führte das dann dazu, dass die Deutsche Rentenversicherung Bund den Begriff des Lehrers sehr, sehr weit gefasst hat. Also jegliche Tätigkeit, die im weitesten Sinne, ich will mal sagen, irgendwie wissensvermittelnd war, wurde dann von der DRV eingestuft als eine Lehrtätigkeit im rentenversicherungsrechtlichen Sinne. Insofern nochmal der Hinweis vielleicht auf die Vorschriften. Wer ist konkret rentenversicherungspflichtig? Das sind die selbstständigen Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Und in dem Nachsatz sehen Sie dann schon die weitere Option des Ausschlusses dieser Rentenversicherungspflicht, die dann auch eine Vielzahl von Trainer genutzt haben. Die haben nämlich dann ihrerseits wiederum sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer eingestellt. Das konnte natürlich auch nicht jeder. Da gab es noch eine dritte Stilblüte, die sich so entwickelt hat und gesagt, okay, man gründet, wir hatten das heute Vormittag, heute Mittag schon mal, man gründet eine Mini-GmbH und stellt sich dann selbst bei der Mini-GmbH als Geschäftsführer an und betreibt über diese Mini-GmbH seine Trainertätigkeit. Ist auch die Frage, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Einige haben das jedenfalls gemacht, um eben aus dieser Rentenversicherungspflicht herauszukommen. Hier also nochmal die Zusammenfassung. Der Personal Trainer hat typischerweise ja keine pädagogische Ausbildung genossen, aber die Sozialgerichte und eben auch die Deutsche Rentenversicherung haben den Begriff des Lehrers im sozialversicherungsrechtlichen Sinne sehr weit gefasst. Das heißt, danach war Lehrer derjenige, der Personen durch Erteilung von theoretischem und praktischem Unterricht eine gewisse Allgemeinbildung und spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat. Und diese Rechtsprechung, ich habe das mal da so zitiert, die kommt aus den 2000er Jahren, die führte eben dazu, dass seitens der Deutschen Rentenversicherung wirklich flächendeckend die Trainer rentenversicherungspflichtig gemacht worden sind. Nun hat sich in den letzten 2 Jahren ein Verfahren hingezogen, dass ein Trainerkollege, der aber überwiegend als Ernährungsberater tätig war, bis vor das Bundessozialgericht getrieben hat. Wie war da der Sachverhalt? Im Grunde ähnlich gelagert wie in den hier schon angesprochenen Fällen. Es gab also diesen Ernährungsberater, der eben im Wesentlichen als Ernährungsberater, zum Teil auch als Personal Trainer, aber im Wesentlichen als Ernährungsberater tätig war. Und der bekam dann auch einen Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung, wo man ihm also sagte, du bist rentenversicherungspflichtig, weil du als Ernährungsberater ein sozialversicherungsrechtlicher Lehrer bist, um es mal so zu formulieren. Und da hat der Kollege gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Das akzeptiere ich nicht. Hat dagegen Widerspruch erhoben. Der Widerspruchsausschuss der Behörde der Deutschen Rentenversicherung hat das natürlich abgebügelt und dann geht der Weg vors Gericht. Erste Instanz Sozialgericht, zweite Instanz Landessozialgericht und schlussendlich dann nach einer Prozessdauer von mehreren Jahren die Entscheidung des Bundessozialgerichts. Und das Bundessozialgericht hat am 23.04.2015, im letzten Jahr, Folgendes gesagt. Das Bundessozialgericht hat der Deutschen Rentenversicherung Bund ziemlich auf die Finger gehauen und hat deutlich gemacht, dass diese Einordnung, dieser weite Begriff, also alles, was im weitesten Sinne Wissensvermittlung ist, nicht als Lehrtätigkeit so ohne weiteres eingeordnet werden kann. Das Sozialgericht hat gesagt, man muss abgrenzen.
Man muss zwischen der Lehrertätigkeit auf der einen Seite, die in der Tat rentenversicherungspflichtig ist, und einer Beratungstätigkeit, die eben rentenversicherungsfrei ist, unterscheiden. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist da die Grenze? Wann ist man Lehrer im sozialversicherungs-, rentenversicherungsrechtlichen Sinne? Und wann ist man nur, in Anführungsstrichen, ein Berater, der nicht rentenversicherungspflichtig ist? Und dazu hat sich das Bundessozialgericht auch geäußert. Die haben nämlich gesagt, dass der entscheidende Unterschied zwischen Berater und Lehrer derjenige ist, dass der Lehrer generelles Wissen vermittelt. Also das, was ich jetzt hier mache gerade, das wäre, wenn Sie so wollen, eine Lehrtätigkeit. Ich stelle mich hier vor Sie, ich kenne Sie alle nicht. Es ist ein unbestimmter Personenkreis, zu dem ich hier spreche, für mich jedenfalls. Und ich vermittle Ihnen allgemeines Wissen. Und davon abzugrenzen, ist die Beratungstätigkeit. Wenn Sie mich am Montag anrufen und sagen, ich bin als Personal Trainerin tätig, habe aber noch eine zusätzliche Einnahmequelle so und so und ich habe jetzt hier gerade ein bestimmtes Verfahren und werde hier geprüft, können Sie mich unterstützen, können Sie mir sagen, wie ich mich verhalten soll? Dann würde ich Ihnen einen individuellen Rat geben. Dann würde ich Ihnen in der One-to-One-Situation als meine Klientin, ich würde Sie befragen und würde Sie nach der Befragung individuell beraten. Und so sieht es auch das Bundessozialgericht. Die sagen, wenn ich an einen unbestimmten Kreis Allgemeinwissen vermittle, also nehmen Sie zum Beispiel den Trainer, der in einem Fitnessstudio arbeitet und regelmäßig Kurse gibt mit wechselnder Besetzung, mit keinem individuell abgestimmten Trainingsprogramm, dann wird man diese Tätigkeit sicherlich als Lehrtätigkeit nach wie vor einordnen müssen. Wenn ich aber auf der anderen Seite einen Personal Trainer habe, der in der One-to-One-Situation von seinem Klienten beauftragt wird und der Klient sagt, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich möchte im Oktober einen Marathon laufen oder ich habe ein Gewichtsproblem, ich möchte abnehmen und zwar innerhalb der nächsten 8 Monate oder was auch immer. Und Sie führen mit ihm eine individuelle Anamnese durch und entwickeln für ihn ein individuelles Konzept und betreuen ihn dann über die gesamte Zeit, dann ist das nicht mehr als Lehrtätigkeit anzusehen, dann ist das eine beratende Tätigkeit. Und man muss das ganz offen so sagen, das ist eine Entwicklung, die Fragen kommen gleich, ich habe damit gerechnet, wir können auch gleich sehr gern diskutieren. Das ist eine Abgrenzung, die hier entschieden worden ist vom Bundessozialgericht für den Ernährungsberater. Also nochmal der Hinweis, das ist keine Entscheidung, die für den Personal Trainer ergangen ist, sondern sie bezieht sich auf einen Ernährungsberater. Ich kann Ihnen aber versichern, ich habe mittlerweile 3, 4 Widerspruchsverfahren nachgelagert, nach dieser Entscheidung des Bundessozialgerichts geführt für Trainer und habe genau mit dieser Argumentation, dass wir eine One-on-One-Beratungssituation hatten, die Widersprüche durchbekommen, den Widersprüchen ist abgeholfen worden und die Deutsche Rentenversicherung Bund hat sogar die Kosten unserer Vertretung übernommen. Also diese Argumentation hat meines Erachtens durchaus was für sich und gibt einem erstmalig eigentlich ein verhältnismäßig scharfes Schwert an die Hand, um sich eben gegen diese vermeintlichen Rückforderungen im Rahmen des Rentenversicherungsrechts zur Wehr zu setzen. Aber wie gesagt, der Hinweis nochmal, diese Entscheidung ist nicht ergangen für Personal Trainer, sondern für einen Ernährungsberater. Lässt sich meines Erachtens aber durchaus übertragen. Die interessante Frage in dem Zusammenhang, ich will noch auf einen Punkt hier hingehen. In dem Urteil heißt es,
Der Berater analysiert aufgrund seiner fachspezifischen Kenntnisse ein bestimmtes Problem des Klienten, gibt ihm individualisierte Ratschläge und hilft ihm bei der Umsetzung der Problemlösung. Die interessante Frage ist natürlich, wo verläuft jetzt die genaue Grenzziehung? Das heißt, wo kippt das Ganze von der individuellen Beratung in die Lehrtätigkeit? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Man muss sicherlich sagen, je kleiner die Gruppe ist, je individueller, persönlicher die Betreuung ist, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man im Rahmen eines solchen Verfahrens mit dem Argument durchdringt, man führt eben Beratung aus und man lehrt nicht. Je größer, je abstrakter sozusagen der Kreis der Personen ist und je weniger individuell die Betreuung ist, umso eher mag es dann in die Richtung des Lehrers, des sozialversicherungsrechtlichen, rentenversicherungsrechtlichen Lehrers gehen. Aber wo da die genaue Grenzziehung ist, das wird man sicher in den nächsten Jahren noch durch die Rechtsprechung ausformen lassen müssen. Ja, meine Damen und Herren, das war der Hinweis erstmal auf diese aktuelle Entscheidung und die Problematik. Vielen Dank an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, aber ich denke, wir haben hier noch die eine oder andere Frage. Ich reiche mal das Mikrofon weiter. Vielen Dank, dann Frage streckt. Sie sagten also, je individueller das ist, desto eher kommen wir zur Beratungstätigkeit. Aber wenn ich mir dann gerade vorstelle, der Klavierunterricht, Einzelunterricht, ja, von der Klavierlehrerin an den Klavierschüler, war bisher von der deutschen Rentenversicherung eben als Lehrtätigkeit qualifiziert. Genauso beim Fahrschüler oder sonst wie. Also das wird mit Sicherheit in Zukunft noch Probleme bereiten. Ja, danke für den Hinweis. Also ich denke, dass der Klavierschüler, der wird auch weiterhin vom rentenversicherungsrechtlichen Klavierlehrer, nicht der Klavierberater, der wird nicht zum Klavierberater, nicht? Da gebe ich Ihnen schon recht. Aber ich denke, der entscheidende Punkt ist hier folgender. Der entscheidende Punkt ist, dass sozusagen ein individuelles Konzept entwickelt wird. Insofern vielen Dank für den Hinweis, das muss man natürlich nochmal herausstellen. Ja? Es geht um die Feststellung eines individuellen Konzeptes, also ich sage es noch konkreter, es geht um eine individuelle Problemlösung. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ja? Ich hätte auch nochmal eine Frage. Wäre es vielleicht eben bis zu dem Zeitpunkt, dass es wirklich eine eindeutige Rechtsprechung gibt, eine Übergangslösung, dass man sich an die deutsche Rentenversicherung wendet und nachfragt und sagt, bitte prüfen Sie mal meinen individuellen Fall, ich mache die und die Tätigkeit, oder ist davon abzuraten und besser zu sagen, keine schlafenden Hunde wecken? Vielen Dank für diese sehr gute und schwierige oder schwierig zu beantwortende Frage. Wenngleich man jetzt hier und heute sie denn dann doch schlussendlich klar beantworten kann. Da wir jetzt ein Urteil haben, was die Bezugnahme ermöglicht auf eine beratende Tätigkeit. Sie sagen, ich bin nicht Lehrer, ich bin Berater. Und wenn Sie sich selber so einordnen können, wie ich das eben gesagt habe, dass Sie nämlich als Personal Trainer überwiegend tätig sind, in der One-on-One-Betreuung oder in Kleingruppen mit 3, 4 Leuten. Wenn das so ist, dann würde ich aktuell eher davon abraten, mich zu melden sozusagen und ein Statusprüfungsverfahren durchzuführen. Jetzt nur noch eine Frage, weil PT, wie es so schön heißt, Personal Training, kann ja auch beinhalten, die Begriffsbestimmung ist ja auch nicht so scharf, sag ich mal, dass ich auch ernährungsberatend im Rahmen dessen tätig bin. Könnte ich mich dann vor Gericht darauf berufen, wenn es jetzt zu dem Fall käme, dass die sagen, hier, du bist versicherungspflichtig oder rentenversicherungspflichtig, dass ich sage, ja, aber ich war ja als Ernährungsberatung auch tätig oder Beraterin, und dafür gibt es ja Rechtsprechung, und dass man das so irgendwie dann miteinander verknüpft, wäre das auch möglich? Ja, vielen Dank. Ja, das ist möglich, selbstverständlich. Die entscheidende Frage ist aber, wo liegt sozusagen der Schwerpunkt der eigenen Tätigkeit? Ja, also die Juristen sagen dazu, welche Tätigkeit gibt sozusagen dem Gesamtbild ihr Gepräge?
Also was prägt, welche Tätigkeit prägt sozusagen die Gesamttätigkeit? Und wenn das natürlich ein wesentlicher Aspekt ist, der dazugehört, dann wird man sich da auch drauf berufen können, gar keine Frage. Aber nochmal eins, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eben gerade nicht nur die Ernährungsberatung unter diese Rechtsprechung fällt, sondern dass das eben auch für Trainer gilt, ob nur Personal Trainer, wie auch immer. Immer dann, meine Damen und Herren, wenn der Trainer seinem Klienten in der unmittelbaren, individualisierten Situation bei einem individuellen Problem hilft, eine individuelle Problemlösung erarbeitet, ein Konzept erarbeitet und ihn individuell bei dieser Problemlösung begleitet, dann ist das nach der neuesten Rechtsprechung keine Lehrtätigkeit mehr. Dann ist das Beratung. Und Beratung ist, so das Bundessozialgericht, rentenversicherungsfrei. Ja? Also das ist etwas, nehmen Sie das gern mit nach Hause als positive Entwicklung in der Branche. Wir haben von der juristischen Seite her über die Jahre hinweg immer wieder Streitigkeiten gehabt. Wir haben versucht, das zu gestalten in dem Sinne, dass es für die Trainer, ich will mal sagen, eine erträgliche Belastung war oder dass man die Freiheit hinbekommen hat, gesetzliche Rentenversicherungspflicht eben nicht darunter zu fallen. Das war immer eine Grenzproblematik, sage ich jetzt mal, schwierig. Ja? Und dann natürlich die Rückforderungsverfahren, unglückliche Situation. Das können Sie, ich will nicht sagen, gänzlich abhaken, das nicht. Aber meine Prognose ist, dass durch diese Rechtsprechung dieses zentrale Problem, ein zentrales rechtliches Problem in der Branche, dass das dadurch entschärft worden ist. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Und ich habe es, wie gesagt, ich habe es erlebt, ich habe jetzt im Nachgang zu den Verfahren, habe ich Widerspruchsverfahren mit genau dieser hier dargestellten Begründung mit den Mandanten abgestimmt. Wir haben die Verfahren geführt und die Dinger sind allesamt für uns positiv ausgegangen. Also wehren Sie sich, wenn Sie Bescheide bekommen, wenn Sie in Anspruch genommen werden, ja, nicht panisch werden, sondern wehren Sie sich dagegen. Es gibt gute rechtliche Argumente, sich da zur Wehr zu setzen. Müssen natürlich mit jemandem dann zusammenarbeiten, der sich da auskennt. Ja, gut, ob ich es nun sein muss, andere Frage, aber suchen Sie sich da jemanden, der das eben dementsprechend auch kennt. Ja? Oder weisen Sie ihn auf die Rechtsprechung hin. Ja? Also, ja, insofern nehmen Sie das als positive Botschaft sozusagen mit nach Hause und jetzt ab zum nächsten TBO-Kurs oder wie auch immer. Ja? Also, vielen Dank und bis bald. Vielen herzlichen Dank für diese super rechtliche Ausführung.